Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expeditions Mudrunner Game. Ja, heute geht es um den Schwertransport. Eines unserer Spediteure ist im Sumpf stecken geblieben, also müssen wir ausrücken und seinen Wagen bergen. Oh, eine Bergungsfahrt. Da es sich um einen schweren Truck handelt, brauchst du ein leistungsstarkes Fahrzeug, um ihn herauszuziehen und zum Außenposten zu bringen. Ja, ehrlich gesagt, ich ahne wirklich Böses. Schwierigkeit leicht, weiß ich nicht, ob man sich da so dran halten kann. Offroad Truck brauchen wir auf jeden Fall dafür. Dann wähle ich mir mal mein Fahrzeug aus. So, wir haben einmal den Offroad Truck, den hatten wir ja schon mal. Der ist von der Leistung her B, den Scout können wir nicht nehmen. Ja gut, der ist von der Leistung her auch B. Und wir haben ja schon festgestellt, Kraftstoffverbrauch, böses Wort, ist hier minimal besser. Also würde ich sagen, dass wir den mitnehmen. Die Frage ist, brauchen wir irgendwelche Zusätze? Verbrauchsgüter kann man so kein Benzin direkt kaufen, ne? Ich würde mal sagen, obwohl das ist so teuer. Ich weiß nicht, ob wir einen Bodenanker brauchen. Truck aufrichten brauchen wir hoffentlich auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Entfernung, naja, Leuchtfeuer, Kamera, Falle. Wasserüberwachungssystem, ja, das würde ich mal mitnehmen. Tragbare Wetterstationen. Wir müssen das Wetter jetzt nicht beobachten und bohren müssen wir jetzt auch nicht. Also das würde ich schon mitnehmen. Ich hoffe, dass wir nichts anderes brauchen, weil man kann die Sachen ja nicht im Nachhinein noch dazu kaufen. Können wir denn irgendein Update machen? Das ist jetzt die große Frage. Rahmenmodule, Dach, Heck. Das ist ja ein tolles Heck. Also die meinen jetzt nur den vorderen Bereich, ja? Nicht das ganze Auto oder was? Heckträger, da kann man gar nichts machen. Doch, Dachgepäckträger könnte ich machen. Aber da kann ich keine Kanister drauflegen, oder? Steht hier leider nicht drin, obwohl Plätze... Für zusätzlichen Platz für Expeditionsressourcen. Wenn ich wüsste, dass ich da auch meine Kanister reintun könnte. Hier unten steht ja Verbrauchsgüter, aber ich weiß nicht, stand das hier eben auch? Ja, das stand hier auch. Starker Stoßfänger, Sonnenblende und so weiter. Also da kann man auf jeden Fall nichts machen. Was ist bei Rahmenmodulen? Pritsche hätte ich frei. Habe ich aber dran, oder was? Fracht viermal. Ach so, ja, okay. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich probiere es einfach mal mit dem Dachgepäckträger, obwohl ich nicht glaube, dass man da jetzt zusätzlich noch Benzinkanister reintun kann. Aber was soll's. Wir haben den ja schon mal öfter benutzt. Das heißt, wir machen das jetzt auf jeden Fall. So. Dann ist jetzt die große Frage... Da unten ist unser Ziel, da müssen wir hin. Feldlager wäre dann da. Ja gut, da muss ich natürlich zum Außenposten, das ist klar. So, handeln. Wir haben einmal Kraftstoff, den wir aber nur auftanken können, den wir nicht kaufen können. Na gut, hat uns also nicht wirklich was gebracht. Na gut, ach, das ist wieder dieser blöde Bergchen. Nein. Ach, das ist dieses Auto, was wir schon mal versucht haben rauszuziehen. Das ist ja cool. Das haben wir beim letzten Mal schon nicht geschafft. Aber wir probieren es trotzdem nochmal. Oh, das wird eine Katastrophe. Das weiß ich jetzt schon. Aber wir versuchen es trotzdem. Wir geben unser Bestes. Vor allen Dingen, ich glaube, war ich nicht auch mit dem... Scout beim letzten Mal hier drin und nicht mit dem hier? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, jetzt muss ich aber doch nochmal eben gucken. Hier kann man runter. Wenn ich hier links fahre und dann ein Stückchen weiter runter. Und da muss ich hin. Ich kann mir das ja mal eben hier so so. Falsche Taste.
So, also das Dahinfahren war noch nicht so schwer, glaube ich. Sagte sie und hatte schon ein erstes Problem. Ich sehe schon kommen. Wenn ich mich übrigens ein bisschen komisch oder vielleicht quietschig oder sowas anhöre, dann tut es mir leid, aber ja, ich habe es leider immer noch nicht weg. Die ersten zwei Virus habe ich ganz gut überstanden, aber da jetzt mein Freund mit dem dritten Virus angekommen ist, ja, ich weiß auch nicht. Ich nehme alles mit. Ich nehme wirklich alles mit. Nein, das war es nicht. Wie komme ich da nochmal rein? Ah, wie komme ich da nochmal rein? Shift, genau. Shift E. Ich brauche den Allrad. So, danke schön. Wir wollen jetzt das Auto nicht kaputt machen, ne? Deswegen fahre ich jetzt hier immer mal mit so ein bisschen Gas geben und wieder loslassen. Oh, böse Ast. Nein, Ast, tu mir nicht weh. Oh, 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 oh. Ich dachte, das wäre nicht ganz so tief. Allerdings eine Befürchtung, dass wir gleich mal auf die, die Tageszeit mal ändern müssen. Weil es doch sehr dunkel wird gerade irgendwie. Oh, fahr, komm. Wenn du jetzt hier schon verreckst, ja? Das ist kein gutes Zeichen. Stufe abgeschlossen. Verwende die Winde, um einen Truck aus dem Sumpf zu ziehen. Aber ich brauche die Winde doch eventuell, um mich aus dem Sumpf zu ziehen. Starte den Motor des abgeschleppten Trucks. Ja, das haben wir ja schon kennengelernt. So, einmal Winde. Ja, das Problem ist jetzt nur... Ich kann das Bild nicht drehen. Jetzt kann ich es drehen. Machen wir es mal so. Starte den Motor vom Truck. Achso, die Frage ist nur, Moment, wo müssen wir überhaupt hin? Hinter uns. Nee, ne? Jetzt müssen wir den... Ach so, wir müssen den Weg jetzt wieder zurückfahren. Das ist doch Mist. Das ist doch richtig Mist. Ja, Moment, dann müssen wir das nämlich so machen. Das ist eigentlich Blödsinn. Eigentlich hätte ich da jetzt auch anders fahren können. Aber egal. So ungefähr. Dann wäre es mir aber eigentlich lieber, obwohl ich könnte den eventuell... Kann ich den auch rückwärts abschleppen? Moment, Moment. Wir lösen mal kurz die Winde. Wir machen es mal eben anders. Ich drehe mich hier mal kurz. Kurz ist relativ, ich weiß. Boah, ich brauche aber wirklich gleich eine andere Tageszeit. Ich sehe ja jetzt schon nur noch die Hälfte. So. Ja, bleibst du mal stehen, bitte. Danke. So. Die Winde. Hallo? Ich habe geklickt. So, jetzt. Muss ich nochmal den Motor starten? Und dann einmal hier rum. So, und los hier. Los, los, los. Auto, du schaffst das. Wieso bewegt er sich nicht? Oh, willst du mich veräppeln? Ich glaube, der hängt jetzt im Wasser. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich sehe gerade gar nichts mehr. Ich mache mal eben eine andere Zeit rein. So. Muss ich den doch erstmal da raus hieven und dann quasi nach links? Kann das sein? Oder kann ich den auch hinten eventuell festmachen? Das weiß ich jetzt nicht. Wir probieren es mal, den rückwärts abzuschleppen. Achso, Moment, das wäre dann die Seite. Da steckt er komplett fest, ne? Na, da ziehe ich mich nur ran. Ach so, ja, ich sollte aber vielleicht auch den Motor starten. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ich denke, wir müssen den tatsächlich komplett von vorne... Jetzt habe ich mir das so schön gedacht. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Ist das jetzt euer Ernst? Ich glaube, ich sollte den wirklich oben rüber besser ziehen.
Eieieiei. Oh Gott. Nein. Wag es nicht, hier umzukippen. Wag es nicht. So, Moment. Kann ich jetzt hier auch rückwärts fahren oder ist das dann zu straff mit der Winde? Also okay, das ist dann zu straff. So. Nee, halt. Mit R war das. Komme ich hier hoch oder muss ich... Okay, ich muss drehen. Dann machen wir das nochmal. Diesmal aber so wie eben gedacht. Nur, dass wir dann auf einem Punkt stehen müssen, von dem wir natürlich, von dem aus wir natürlich besser wegkommen. Das Problem ist, schaffen wir das schon von hier aus? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich muss mich ein bisschen gerade hinstellen. Glaube ich besser. So, ich hoffe, das schaffe ich jetzt von der Entfernung her. Zack, nochmal starten. Ach komm. Komm, das schafft der. Ich stehe hier blöd, ich weiß, aber das schafft der. Ich meine, wenn ich jemanden so abschleppen würde, ich würde mich ja jetzt auch nicht so dahin stellen. Ich würde mich dann, ich würde dann hier Bretter holen oder so und dem raushelfen. Ne? Das ist schon ein bisschen... Komm, 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 komm. Ich hab's doch fast gehabt. Das Problem ist... Nein, der soll jetzt nicht wieder zurückrollen. Ja, natürlich. Natürlich. Aber der Wagen verhält sich auch so unrealistisch. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Komm. Groß. Alter, dein Ernst? Der kommt da echt nicht? Was ist ein G-Drücken? Kommt da echt nicht durch? Ich kann doch... Moment, mit T war das, ne? Den Reifendruck ein bisschen absenken. Kommen wir damit besser zurecht? Noch nicht. Oder? 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 Na? 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 Ach komm, du hast ihn jetzt gerade so ein Stück vorgezogen. Damit kann ich die Winde verlängern. Bringt mir allerdings nichts, wenn ich hier nicht weiterkomme. Weil ich fahre mich nämlich jetzt hier auch gleich fest. Eieieiei. Wie machen wir das denn am besten? Winde ein bisschen verkürzen und damit Schwung. Geht das? Na? Los, 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 los! 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 Komm, 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 komm. Ich will nicht, dass das zu lang ist. Das ist jetzt mein Problem, weil sonst funktioniert das gleich nicht. Ja, weiter, weiter, weiter. Ich habe schon halbes Benzin weg, aber scheiß drauf. Oh komm, oh komm, oh komm. Das schaffen wir auch ohne die Winde ein bisschen länger zu machen. Komm. Da hinten muss ich hin. Egal, was passiert, bleib jetzt bitte nirgendwo an irgendeinem Baum oder sowas hängen.
Weil dann kriege ich die Krise. So. Der abzuschleppende Wagen bleibt an einem Stück Stein hängen oder an einem Ast oder sowas. Da kriege ich dann die Krise. Weiter. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Yes! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Wenn ich bedenke, was das für ein Chaos war beim ersten Mal, wo ich mich wirklich komplett festgefahren habe. Und wir haben noch weniger als 200 Schaden genommen. Berge den Truck weniger als zweimal. Wie soll ich den weniger als zweimal bergen? Ich kann ihn ja nur einmal bergen, aber egal. Oh mein Gott. Und ich muss zugeben, dafür, dass ich jetzt gerade echt totale Probleme hatte. Wasserüberwachungssystem, ja gut, das hatte ich jetzt dabei. Verkaufte Items keine, weil ich ja unterwegs nichts gemacht habe. Ja, cool. Hat zwar ein bisschen gedauert, bis ich es raus hatte, aber es hat funktioniert. Dann haben wir jetzt schon 4 von 5 Expeditionen. Und wenn ich jetzt wüsste, dass das nicht so lange dauert, würde ich auch die nächste noch hinterher schieben. Aber ich bin ganz ehrlich, nee. Ich kann leider nicht voraussagen, ob das jetzt ein langer oder ein kurzer Auftrag sein wird. Und bisher war kein Auftrag ein kurzer Auftrag. Deswegen würde ich sagen, dass wir ja tatsächlich pro Folge einen Auftrag machen. Letzte Folge war jetzt so ein bisschen ja außerhalb der Reihe, sage ich jetzt mal. Da wusste ich nicht, was passiert, wenn ich diesen Auftrag nicht annehme. Im Nachhinein, glaube ich, hätte ich einfach den einen Auftrag machen können. Dann mich verabschieden können und dann auf weiter gehen können und dann den anderen Auftrag mit den 2 Aussichten auch noch machen können. Denke ich mal. Aber naja, man will es halt nicht verlieren und dementsprechend nimmt man es dann an. Und ja, beim nächsten Mal müssen wir den Vipro-Eismic, was auch immer das sein soll, dabei haben. Sie erhöht das Gewicht des Fahrzeuges beträchtlich. Kaufe also alle notwendigen Updates. Würde ich gerne machen. Ich kann aber leider keine Updates kaufen, weil ja nichts freigeschaltet ist. Naja gut, ich sag dann erstmal danke fürs Zuschauen und bange dann mal dem, was dann in der nächsten Folge auf uns zukommen wird. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.